So, meine Freunde, Transfer News. Fritz scoutet zwei Spieler. Was das für zwei Spieler sind und was das für unsere Abgänge vielleicht auch heißt, darüber reden wir heute nach dem Intro. So, Freunde, erstmal hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Real Nico. Hey, Real Nico, viele Grüße. Ja, meine Freunde, ich würde sagen, wir labern nicht groß lang rum, sondern gehen hier direkt rein in die Bildschirmaufnahme und schauen uns als erstes Koeman Andrić an. Wir haben gestern schon beim Stammtisch ein Stück weit über diese Spieler auch gesprochen. Für die Leute, die den Stammtisch nicht gesehen haben, ist das natürlich relativ neu jetzt hier alles. Koeman Andrić, um diesen Spieler geht es heute. Vorweg, Clemens Fritz war beim Spiel Dinamo Zagreb gegen. Warte, ich glaube, wir können es hier sogar sehen, oder? Nö, oder auch nicht? Okay, schade. Ich weiß gar nicht, wie die anderen heißen. Wir gucken uns aber gleich eh den anderen Club ab. Dann können wir es auch sagen. Auf jeden Fall hat er von Zagreb Andrić beobachtet und von dem anderen Verein halt einen Innenverteidiger beobachtet. Es gibt jetzt verschiedene Theorien. Verschiedene Zeitschriften haben auch was dazu geschrieben. Zu Andrić hat man geschrieben gehabt, dass man da einen Ersatz für Niklas Füllkrug gesucht hat, beziehungsweise immer noch sucht, weil man Niklas Füllkrug eventuell im Winter abgeben möchte und Andrić dann holen möchte. Ich sehe das Ganze aber anders und möchte eine andere Theorie aufstellen. Ich möchte diese Theorie aufstellen, dass wir im Doppelsturm bleiben werden und wir aber mit zwei echten Stürmern zu niedrig besetzt sind. Da Asale scheinbar überhaupt nicht in Frage kommt als Ersatz, der ja eigentlich auch Mittelstürmer spielen könnte, Dinci dann eher vielleicht über außen kommt, ist das Ganze, sage ich mal, relativ dünn besetzt bei der Verletzungshistorie von Niklas Füllkrug und auch den immer wiederkehrenden Rückenschmerzen von Marvin Ducksch. Will man hier einen Ersatzstürmer holen? Das ist nämlich meine Vermutung und hat jetzt Koeman Andrić auf dem Visier. 26 Jahre alt, 1,89 groß, 800.000 Marktwert. Ich denke auch, er hat einen Vertrag bis 2023, dass man ihn in dieser Preiskategorie auch holen kann. Also zwischen 500.000 und 1 Million, schätze ich, ist die Ablösesumme von Andrić. Mehr kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Spiele hat er in der Europa League 3 Stück gemacht, ein Tor, eine gelbe Karte. Und in der Liga hat er von 13 möglichen Spielen 7 Spiele gemacht und da 3-mal getroffen. Man muss dazu sagen, am Anfang der Saison kam er noch nicht so richtig zur Potte. Jetzt mittlerweile hat er sich eingespielt und ist so ein Stück weit gesetzt. Hauptposition Mittelstürmer, also wir reden hier wirklich von einem reinen Mittelstürmer. Ihr seht auch hier unten Wechselgerüchte Werder Bremen. Höchster Marktwert war 1 Million. Ist ein Rechtsfuß, wie gesagt, 1,89. Also wir reden hier eher von einem Brocken, also von einem Tank, als jetzt von einem beweglichen Stürmer. Ich glaube, das ist aber auch allen relativ klar. Jetzt, wie gesagt, da bleibe ich auch dabei, dass meine Theorie ist, dass Koeman Andrić da als Ersatz geholt wird und ich kann euch auch jetzt zeigen, was meine Vermutung ist, nämlich zum Video von gestern. Da kommen wir nämlich jetzt wieder rein. Asale, denke ich, wird im Winter wieder abgegeben. Ich denke, dass im Winter die Leihe von Asale abgebrochen wird und man das Gehalt, das Geld, was man da mit einbezieht, auch mit in diesen Andrić-Transfer laufen lässt, um das Ganze finanziell, sage ich mal, relativ einfach stemmen zu können. Asale hat natürlich einen deutlich höheren Marktwert, kommt aber aktuell einfach überhaupt nicht zum Zuge, beziehungsweise auch nicht zum Einsatz. Seine Trainingsleistung muss eigentlich absolut miserabel sein. Alles andere ist unvorstellbar. Warum sollte er sonst keine Chance kriegen? Verstehe es nicht. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass Asale abgegeben wird. Andrić dann kommt, dass diese Wahrscheinlichkeit besteht, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Ja, wie gesagt, ist auch nur geliehen. Die Kaufoption würde dann verstreichen lassen. Es ist auch im Sinne von Dijon, dass Assalé dann eher zurückkehrt bei Dijon, eventuell weiterverliehen wird oder bei Dijon nochmal in der zweiten französischen Liga Gas gibt, als dass er bei Bremen in der Laie die ganze Zeit auf der Bank sitzt. Da hat ja keiner was von. Wir erinnern uns an Chong, der da auch keine Chancen hatte, der wurde dann woanders verliehen. Und jetzt kommen wir zum zweiten Spieler und dann sehen wir auch, gegen wen Dinamo gespielt hat, und zwar NK Lokomotiva. Sorry, dass ich da den Namen auch gerade eben nicht wusste an der Stelle. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Also, Nicola Soldo ist ein Innenverteidiger. Der Nachname wird dem einen oder anderen vielleicht was sagen. Also von dem Vater her, ist ein 20-jähriger Innenverteidiger, in Stuttgart geboren, ist Kroate, spielt eben jetzt auch in der kroatischen Liga. Und 1,89 groß, Innenverteidiger, hat von 15 möglichen Spielen 12 Spiele gemacht.
ein Tor dabei erzielt. Und ich glaube, das ist der Pokal. Zwei München Spieler hat er ein Spiel gemacht, eine gelbe Karte. Denke ich zumindest. Innenverteidiger kann rechter und linker Innenverteidiger. Aktueller Marktwert 350.000, höchster Marktwert 600.000. Und hier habe ich eine weitere Theorie. Und zwar glaube ich, dass bei Soldo, da gibt es auch verschiedene Gerüchte wieder. Zum einen, dass eventuell Veljkovic abgegeben soll und dann mal einen Ersatz für Veljkovic braucht. Ich sehe das Ganze überhaupt nicht so. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr junger Innenverteidiger. Wenn man diesen holen möchte, habe ich das Gefühl, dass er geholt wird, um eventuell als Ersatz für Marco Friedl, für den eben noch ein gewisser Marktwert zu erzielen ist, zu ersetzen im Winter. Dass man sich darauf vorbereitet, dass wenn man eben einen Friedl abgibt oder vielleicht auch im Vorhinein schon Soldo holt, den ranführt, falls dann im Nachhinein Friedl geht, um ihn da hinten zu besetzen. Denn, eins dürfen wir nicht vergessen, das ist auch vielleicht ganz wichtig für euch jetzt nochmal, wir haben ja das System umgestellt. Wir spielen aktuell mit einer Dreierkette hinten drin. Das heißt, drei Innenverteidiger fallen automatisch als Eventualitäten weg, weil die halt alle drei spielen, beziehungsweise einer mehr als sonst, weil Viererkette ist ja logisch, ne? So, das heißt, wir nehmen mal an, Toprak, Friedl und Veljkovic spielen eine Innenverteidigung. Was ist dann der Ersatz für diese drei Spieler? So, da musst du halt weiter überlegen, okay. Jung könnte rein theoretisch da rein, Mai könnte rein theoretisch da rein, Grosso wird eher auf der 6 gesehen. Ja, und dann war es das Ganze eigentlich auch schon. Und in der Fünferkette so hinzugehen, ist natürlich ein Stück weit schwieriger. Wenn dann doch mal jemand ausfällt oder auch gelb gesperrt ist, fängst du halt an, auch groß zu rotieren. Plus Toprak sehr verletzungsanfällig, das darfst du nicht vergessen. Friedl eben eventuell auch für den Wechsel da. Also in der Innenverteidigung nochmal nachzulegen, halte ich für gar nicht mal so verkehrt. Gerade wenn wir darüber sprechen, dass wir hier einen 20-Jährigen haben, den man aufbauen kann, also auf Langzeit. Wie er spielerisch oder sonst was ist, dazu kann ich überhaupt nichts sagen, weil mir dieser Name auch überhaupt nichts sagt. Hätte er nicht in den Zeitschriften gestanden, dass Fritz wegen Soldo und dem Stürmerkollegen da ist, dann, also Andrić, dann hätte ich das gar nicht so, hätte ich ihn gar nicht auf dem Schirm gehabt. So. So, alles im Allen kann ich mir aber gut vorstellen durch die Fünferkette, dass eben Soldo dieser Ersatz für eben Marco Friedl auch sein könnte. Denn Marco Friedl ist natürlich einer der Top-Verdiener. Es würde auch Sinn machen, also es würde auch weniger Sinn machen, einen Veljkovic abzugeben. Ich glaube, dass bei Veljkovic eher verlängert wird. Und glaube dann, dass man Friedl abgibt, um eben auch zum einen seinen gut datierten Vertrag so ein Stück weit loszuwerden. Und zum anderen noch einen Marktwert zu erzielen. Denn der Vertrag bis 2023 ist in einer guten Form. 23 Jahre alt, 1,87 groß, 4,5 Millionen Marktwert. Ich glaube, wenn wir für Friedl noch einen Preis erzielen zwischen 3 und 5 Millionen, das ist schon sehr realistisch. Wenn man mal ehrlich ist, eigentlich kann, ich sag's euch, wie es ist, wenn wir aufsteigen würden oder Friedl einfach weiter in guter Form bleiben würde, ist auch Marktwert bei Friedl von 5 bis 7 Millionen völlig realistisch. Also sein höchster Mal war ja auch 7,5. Durch den ganzen Abstieg zur zweiten Liga dann nicht gespielt, ist natürlich ein Stück was gesunken. Aber eigentlich muss ich für Friedl auch 5 bis 7 Millionen kriegen für seine Qualität. So. Aber das ist wie gesagt eine Theorie, die ich habe. Denn Soldo ist dann dieser Innenverteidigerersatz, dieser günstige Innenverteidigerersatz, gehaltstechnisch sowieso, aber auch eben kostet nicht mal annähernd einen Bruchteil der Ablöse von eben einem Marco Friedl dann. Also, ich bin gespannt, was ihr sagen werdet. Schreibt es mir in die Kommentare, was sagt ihr zu den zwei Spielern, was sagt ihr zu den eventuellen Nachfolgen, die dann eben passieren könnten, Richtung Ersatz und so weiter. Ich freue mich auf den Austausch in den Kommentaren und würde sagen, dass wir uns morgen wiedersehen. Bis dahin, euer Nico und ciao.